Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute zeige ich euch eine super, super, super leckere Soße. So sieht sie aus. Die war ein Knaller. Müsst ihr unbedingt nachmachen, das braucht ihr dafür. Gemüsebrühe, Röstzwiebeln, Pfeffer und Cashewkerne, das war's, mehr nicht. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Und zwar werden als erstes 100 Gramm Cashewkerne in den Thermomix reingefüllt. Dann kommt die Gemüsebrühe dazu. Da habe ich jetzt einen gehäuften Teelöffel genommen. Ich mag es gern ein bisschen würziger, deswegen ist das ein gehäufter Teelöffel. Dann Röstzwiebeln. Da habe ich jetzt 4 Teelöffel genommen, weil ich den Geschmack unheimlich gerne mag. Ihr könnt aber auch etwas weniger nehmen oder ganz darauf verzichten, wenn ihr eine Glutenunverträglichkeit habt. Dann etwas Pfeffer und 400 Milliliter warmes Wasser. Ja, und das war's schon. Jetzt wird das Ganze durchgemixt und zwar für 20 Sekunden auf Stufe 8. Die Röstzwiebeln, wenn ihr die jetzt wegen Glutenunverträglichkeit ersetzt, könnt ihr das auch mal versuchen mit Zwiebelpulver zu ersetzen, damit ihr dann nochmal so ein bisschen anderen Geschmack oder ein bisschen mehr Geschmack dran bekommt. Wenn die Soße dann durchgemixt ist, dann wird sie gekocht und zwar für 4 Minuten auf Stufe 2 bei 100 Grad. Und danach, wenn das gekocht ist, dann wird sie noch einmal für 30 Sekunden durchgemixt. Und das war's. Und sie ist so super lecker und ihr könnt die abwandeln mit Senf, mit Curry, mit Tomatenmark, mit Kräutern. Ihr könnt die für alles Mögliche verwenden, auch jetzt für Spargel, wenn jetzt die Sauce Hollandaise-Zeit wieder kommt. Also ihr müsst es echt unbedingt mal ausprobieren. Ich schreibe euch wie immer alles unter das Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das kleine, kurze, schnelle Rezept. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.